Liebefreundlich ist euer Steinwall. Zurück bei Phelps und Bukowski. Die beiden arbeiten an einem Fall, in das argentinische Konsulat irgendwie verwickelt ist. Ein Konsulatswagen wurde gefunden. Ein Rad abmontiert. Und wir haben außerdem ein Notizbuch gefunden. Und wir vermuten, oder ich vermute, dass es da... Ja, das ist der irgendwie Treffen mit vielen jungen Männern vielleicht. Okay, warte mal. Helfen wir hier mal ausnahmsweise? Sind wir nah bei? Diesmal würde ich sagen, sind wir so nah bei, dass wir helfen. Wir kümmern uns um diese Geschichte. Code 3, Schusswechsel. Auf geht's. Ja, wir sind auf dem Weg. Oh. What's the situation? We got a hold up gone sour. Three guns locked themselves in with two hostages. Ach, I tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Let's go. Find the back. Schauen wir mal, ob wir da was machen können. Vielleicht erstmal hier vorsichtig in Deckung gehen. Okay. So, wie machen wir das jetzt am besten? Oh. Das war nicht besonders gut. Stay down. So, einen haben wir, der andere ist ein bisschen. Stay in cover. Okay, wir haben Treffer bekommen. Naja, ich bin da nicht sehr geschickt reingelaufen. Okay. In Deckung, warte mal. Au. Put the weapon down now. Wow. Das ist gut gegangen. Car 11K, I've been involved in a shooting at 333 South Main Street, Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here and notify my supervisor and the coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner. Your supervisor will be notified. All units 11K reports code 4 on the shooting at 333 South Main Street, Globe Jewelry and Loan. Okay, ich muss sagen, das war schon irgendwie ganz cool. Aber jetzt widmen wir uns wieder unserem Fall. Wir wollen zur argentinischen Botschaft, zum Konsulat. Kurzer Blick auf die Karte. Fahren wir hier rechts runter? Wir sind da. Nee, wir bleiben mal dabei. Wir fahren bis zur 6th Street und dann rechts runter. So, wir sind mitten im Zentrum. Ist das jetzt die 6th
Right turn, coming up. Ah, okay. Oh Gott, der nächste Schusswechsel. Wo ist er denn? Der ist zu weit weg. Hier bleiben wir mal beim Fall. Das ist aber die Fifth Street im Übrigen. Gar nicht. Kollege wusste nicht. Kollege wusste nicht, dass wir ja die Sixth fahren wollten. Sein Verziehen. So, los. Was ist mit dir los? Die ist nämlich hier vorne rechts. Ein schöner kleiner Park. Große Einkaufszentren. Macht schon Spaß, durch diese wirklich schön gestaltete Stadt zu fahren. Gefällt mir. Ah ja, Pershing Square. Gucken wir uns kurz mal an, was es damit auf sich hat. Pershing Square. LAs berühmtester Architekt John Parkinson hat diesen Ort 1910 neu entworfen und einen großen Springbrunnen getragen von Betonengeln hinzugefügt. 1918 wurde der Park nach General John G. Pershing umbenannt und während des Zweiten Weltkriegs fanden dort Rekrutierungsmaßnahmen statt. Aha. Boah, was war das? Habt ihr gesehen? Es hätte eigentlich einen Unfall geben müssen. So, da sind wir gleich. Wir sind gar nicht auf dem Weg, oh mein Gott, wir sind auch gar nicht auf dem Weg zur Botschaft, sondern zum Autohaus. Ganz vergessen, ja, natürlich. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four-door and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. Ja, macht erstmal ganz hilfsbereiten Eindruck, der Typ. Ja, genau. Ja, in seinem Notizbuch haben wir ja nämlich auch diese Adresse hier gefunden. Das heißt, er scheint hier zu verkehren. Mind if we look around? Be my guest. So, da sehe ich doch schon, dass was fehlt. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Oh,
Okay, wir müssen das da jetzt echt einsortieren. Um herauszufinden, ob und was fehlt. Ist aber eher so ein bisschen Kindergartenaufgabe, oder? One left. Gabriel Delgado is missing a three-quarter. Ah, okay, warte mal. Das ist doch wichtig gewesen, weil der Mitarbeiter die sind namentlich ausgewiesen. Alles klar. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um, oder? Beziehungsweise wir versuchen mal mit dem zu sprechen. Was war hier noch? Incidental. Tja, ist halt ein Hammer, ne? Da hängt alles dran. Ah, könnte das nur mein Schild sein, das fehlt? This doesn't pertain to the case. Nee. Haben wir eigentlich auf der Zulassung, war da ein Nummernschild drauf, die wir untersucht haben? Ich hoffe nicht, dass man sich das merken muss. Habe ich hier noch was übersehen? Ja gut. Das brauchen wir gerade zum Arbeiten, ne? Doesn't tell me anything. This isn't what we're looking for. Offensichtlich nicht, ne. Ah, da sind weitere Nummernschilder. Könnte das noch. Hier unten liegt auch noch was. It would take a smarter man than me to connect that. No good. We need diplomatic plates. Okay, stimmt. Die haben eigene Kennzeichen. Gut, dann scheint hier nichts mehr Verdächtiges zu sein. Dann sprechen wir mal mit dem Typen hier unten, ne? Help me out. We'll need a full statement from Dewey to put in our report. Also, warte mal. Ich dachte, wir können mit dem Mitarbeiter reden. Vielleicht mit dem Boss. Der scheint wieder zurück marschiert zu sein. Kann uns vielleicht sagen, wo sein Mitarbeiter ist. If you don't mind, we have a few questions. Okay, wir gucken mal kurz. Also, was waren jetzt die neuen Hinweise? Hier eine Nummernschilder. Achso, PR706. Alles klar. Das kennen wir. Das hat er aufgeschrieben. Sehr schön. Rechtes Vorderrad fehlt. Gestohlener Schraubenschlüssel. Die Flagge. Fort von verdächtigen Latinos. Und Notizbuch. Das ist ein Thema. Gut, jetzt Verbindung zu Valdez. Das wissen wir wegen des Notizbuches. Packards are great cars. But this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Okay, das ist ganz offensichtlich eine Lüge, das können wir jetzt auch nachweisen. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Vergiss es, mein Freund. Wir haben das Notizbuch. We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal. He bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Warte mal. Okay, das heißt, er vermittelt die Autos und dafür, dass die Botschaft das dort kauft, kriegt er Geld. Okay, nachvollziehbar. So, Schraubenschlüssel ist interessant.
A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Das können wir, glaube ich, jetzt nicht nachweisen. Aber anzweifeln würde ich das jetzt mal schon. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. Ah, yeah. It's cheaper than hiring returning GIs, and they have less attitude. Downside is, they're a little light-fingered. Okay. Delgado, war das der Typ jetzt mit dem Schraubenschlüssel? Nee. Delgado ist der mit dem Notizbuch, oder? Nee, das ist Valdez. Gabriel Delgado, das ist der mit dem Schraubenschlüssel. Ja, alles klar. Mhm. Where can we find Delgado? I don't know. Sure as hell isn't here. Ja, kommt. Zweifle ich ebenso an. Address, Dewey. Or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3103 Hill Street. And tell him from me. If he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to kingdom come. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Natürlich. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time okay. to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Da haben wir tatsächlich alles richtig gemacht bei der Befragung. Sehr schön. Dann machen wir uns mal auf. Zu Delgados Wohnsitz. Der sich wo befindet? Okay, wir sind da gar nicht. Okay, ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Wie fahren wir da am besten hin? Ich würde sagen, wir kehren um und fahren dann die Grand Avenue hoch, bis wir in die Nähe kommen. Das passt. Umkehren ist hier allerdings schwierig bei dem Verkehrsaufkommen. Na doch, geht. Oh oh. So wird das was. Sind wir auf der Grand Avenue? Nee, genau. Bis zum Ende durch, glaube ich. Ja, du fahrt mal, Leute. Was ist los? Ah, jetzt wieder rot. Wir stehen auch auf der falschen Spur, nicht auf der Geradeausspur. Aber wir haben ein bisschen Geduld. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Hier wurden also Autos quasi geschmiert verkauft an die Botschaft. Gleichzeitig aber nutzen die Mexikanischen, die illegal dort angestellt sind, die Mexikaner, die Situation irgendwie aus. Aber das ist irgendwie noch merkwürdig, ne? You read the story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So, things will be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color. Look what we have now. So, die Grand Street ist, glaube ich, da hinten. Ziemlich viel Verkehr. Wie, ist der bei Rot gefahren? Wo ist der plötzlich hin? Gucken wir kurz mal, wie weit sind wir entfernt?
Ja, es liegt schon auf dem Weg. Ich würde sagen, wir übernehmen den Job. Also fast auf dem Weg, würde ich sagen. So, lass uns durch hier. Das war knapp. Ein bisschen zu weit gefahren sehe ich gerade. Oder? Passt vielleicht. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Toll. Verdammt. Jetzt schrotte ich auch noch das Auto. Ja, jetzt läuft sie uns hier vor das Fahrzeug. Okay, da wäre jetzt Ortskenntnis mal super gewesen. Vielleicht kommen wir jetzt hier durch. Wir nähern uns der Sache. Ah, wir sind gleich da. Code 2 responding. Go ahead, KGPL. Warte mal, Code 2 heißt, man darf ohne. Okay. You pennies is hiding from me. I will find you all and eat you. Yes, sir. Damn. Why these places have so much preparation age? Ooh-wee! Benny's give me speed! Also Code 2 heißt, dass man ohne Sirene fahren soll. Hat mir jemand von euch in den Kommentaren geschrieben. Sehr interessanter Hinweis. Mal sehen, wo uns das hier hinführt. Okay, ist rechts weg. Aber wo? Da hinten? Ja, und nu? You really need to lay off the pills. Oh. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann nicht boxen. Weiß nicht warum. Muss ich den irgendwie einlocken? Er macht nichts. Hä? Jetzt! Okay, Leute, das läuft ja nicht so gut. Also, ihr habt gesehen, normalerweise kriege ich das hin, aber irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend. Ich drücke hier. Eben war ich kurz im Boxmodus. Scheint mir ein Bug zu sein. Jetzt. Jetzt. Okay. Naja, wir haben es falsch gemacht. Okay, wir haben es trotzdem hinbekommen. Gut, die Sache wäre geklärt. Kommen wir zurück zu unseren Ermittlungen. Wo hat uns das Ganze jetzt hingeführt? Wir sind dort, wollen dorthin. Das heißt, erste, zweite, dritte links und dann sind wir fast da. Auf geht's, Bukowski.
ist die erste links. Die wollen wir nicht nehmen. Das ist die zweite. Ah, Stadtarchiv. Sehr schön. Beeindruckend. Gucken wir uns direkt kurz mal an, was wir dazu erfahren. Die markanten gotischen Zwillingstürme des Stadtarchivs erheben sich über ein gewölbtes Dachfenster, das sich über etwa 15 Meter spannt. Die Glasarbeiten zeigen eine mit Pflanzen und Wildblumen überwucherte Höhle. Über der Lobby hängt ein Wasserfallkronleuchter. Sehr schön. So, jetzt hier links. Wir wissen, die hatten irgendwie so einen roten Ford, ne? Das ist jetzt ein entscheidender Hinweis, den wir dabei haben. Es scheint so zu sein, halt, wenn man in den Verhören, in den Befragungen dann dort versagt, dass man dann entsprechend in den nächsten Verhören halt eben diese Sachen nicht als Beweis zur Verfügung hat. Vermute ich mal. So, wir müssen da hoch. Ich glaube, da können wir wieder nicht hochfahren. Im Zweifel gehen wir einfach zu Fuß. Oder? Naja, wir müssen da hoch. Oh, nee, ne? Na, komm, wir werden mal hier parken. Achtung. Und dann gehen wir da zu Fuß hoch. So. Komm mit, Bukowski. Wir müssen nur hoffen, dass wir jetzt unser Auto nicht brauchen. Das ist der Cop. Seems like a decent guy. That's disgusting. Didn't you ever hear of germs? Was? Was werden wir denn hier angemacht? Oh. It's been a year. What's he waiting for? Was macht Bukowski da hin? Mother is coming in tonight on the train. So, was ist das für eine Wohngegend? Ja. Ja, so ein bisschen arme Leute, ne? Aber auch nicht ganz so schlecht. Delgados Wohnsitz, 3.20 p.m. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our Archangel hasn't already flown. Ja, das hoffe ich auch. Ah, warte mal, unser Auto steht jetzt hier oben. Ah, die haben doch mal umgeparkt. Warum nicht? Was ist mit ihm hier eigentlich? An Englishman, an Irishman and a Scotsman walk into a bar. Bartender looks up and says, what is this, some kind of joke? What the hell is this guy doing? If olive oil comes from olives, where does baby oil come from? Alles klar, Jungs. Wir klopfen mal. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another congregation? So. Haben wir hier keine Briefkästen? Warte mal. Gab es draußen Briefkästen? Oder da vorne? Hab ich die Briefkästen übersehen? Oder haben wir eine genaue Apartmentnummer schon? Ah, mal kurz gucken. Personen. Angestellter. Hatte er eine Apartmentnummer gesagt? Delgados Wohnsitz. Apartment 3, ja, tatsächlich. Okay. Dann. Wissen wir jetzt, wo wir klopfen müssen. Also, 2. 1. Drei.
yet. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Ist sie möglicherweise Argentinierin? So how far along are you, Anna? Nearly 20 weeks. Okay, sie right. ist schwanger. So how's it going to be when you go into labor and he's not around? Hier haben wir die... Ah, schau. You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Souvenirs are a dumb move. Mhm. Macht eher einen naiven Eindruck. Don't think this is any use to us. Vielleicht hat er das für sie geklaut. Okay, sie ist sehr gläubig. Hier hängen auch Maria-Bilder herum. Ah, hier ist eine Zeitung. Aber ich glaube, Los Angeles Mirror, ist die interessant für uns? Nee. Mystic Tales liest sie. Wir gucken mal noch weiter. Hier was? Okay. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Ah, okay. Wegen des roten Autos. Ob das der Ford ist? Ich verstehe. So, hier haben die doch gerade... Warte mal. Das kann doch nicht lang her sein. Die haben die auch miteinander gegessen. Serving breakfast for two, Anna. You should have cleared up. Eindeutig. Was ist das für ein Brief? Können wir uns den noch näher ansehen? Sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Ja, okay, das ist dasselbe. Hier steht noch der Tee hier auf. Der könnte auch direkt hier hinten raus sein, oder? Finden wir vielleicht direkt eine Spur zu ihm. Ach, hier ist ja noch das Nebenzimmer. Das müssen wir auch noch untersuchen. Ich gehe aber erstmal runter. Hier kommen wir nicht rein. Wir gucken mal, was wir unten finden. Ich glaube, da hat sich einfach durch die Hintertür aus dem Staub gemacht. Als er uns gesehen hat. Hier ist er vielleicht. Ah, schaut mal. Da haben wir doch die Räder. Aber fehlt da nicht nur eins? Gut. Don't think this is anything. Ja gut, diverse Werkzeuge. Circumstantial. Das ist der gleiche Hammer wie in der Werkstatt, aber ich meine, das heißt ja auch nichts. It doesn't appear to be connected. Würde ich auch sagen. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Ah, Nummernschilder. Das ist das Nummernschild, ne? Diplomatic License Plates. Jawohl. Ja, damit haben wir das ja im Prinzip jetzt hier alle Indizien eigentlich zusammen, oder? Nothing significant. Sieht ganz so aus, ja.
Gut, dann gehen wir mal zu der Dame, die natürlich ihren Mann jetzt schützt, den Vater ihres kommenden Kindes. Ich denke, ich gucke trotzdem nochmal hier ins Schlafzimmer. Baseball. Heft. Was haben wir hier noch? I don't think this is going to help us. Nombres del Baby. Oh, das ist ja süß. Junge oder Mädchen? Isabel, Letizia, Lupita, George oder Jorge. Nun gut, sprechen wir mit der Dame. You're in serious trouble, ja. Miss Rodriguez. Definitiv. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Boah, okay, warte mal. Das ist jetzt ja interessant. Sie hat es ja direkt zugegeben. Er hat ihn... Weiß ich nicht. Er hat ihn beleidigt? Man müsste eigentlich noch mal gucken, können wir die ganzen Namen uns eigentlich noch mal angucken, ob der mit drin ist in Valdez Notizbuch? Nee, intime Angaben zu männlichen Kontakten. Weil ich meine, das könnte natürlich auch sein. Sie guckt stolz und überzeugt. Ich glaube das ihr sogar. Is honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Okay, was geht da los zwischen denen? Er wollte eine Frau aus ihm. Ist das jetzt irgendwie sexuell gemeint, oder? Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Ja, das ist Quatsch. Das ist eine klare Lüge. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Quatsch. Das ist absolut Quatsch. So, hier, Frühstücksteller. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Mhm. Würde ich jetzt sogar glauben? We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Okay. Warte mal, können wir ihr das nachweisen? Also ich bezweifle, das ist schon mal klar. Können wir das irgendwie nachweisen? Ja, mit der gestohlenen argentinischen Flagge vielleicht, ne? Sagen wir mal Lüge. You're lying, Anna. I think you're a willing accomplice in these robberies. What proof do you have that I stole the cars? Ja, sie hat's nicht direkt gestohlen. You come into my house, okay, to insult and bully me? I have known many policías. Das war's like nicht. You. Na gut, ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Gabriel wasn't at work. Where can we find him? He said he would never go back. Gabriel is out driving around in his car.
Das... Warte mal, können wir das wiederum jetzt... Also das würde ich eher anzweifeln. Ich wüsste nicht, wie ich eine Lüge belegen kann jetzt. Naja, ich würde sagen, wir setzen sie mal ein bisschen unter Druck. Wir zweifeln das an. If you don't tell me where he is right now, Anna, I'll put an APB out on him and ask them to shoot on sight. Please. Please don't kill him. I can't tell you anymore. As soon as we corner Gabriel, we'll be back for you, Anna. You had your chance to cooperate. Okay. Let's get out of here, Phelps. Don't worry. I've got an idea. Das lief jetzt nicht ganz so gut. Aber ich denke, dass wir die entscheidenden Hinweise bekommen haben. Never understood it. The more rotten the boyfriend, the more loyal the girl will be. She's going to warn him, Phelps. We need to follow her. Hmm. Okay, alles klar. Wir haben wieder eine Verfolgung. That ought to do it. Now get back in close. Ich habe noch gar nicht ihr Auto richtig gesehen. Das ist das Gelbe da vorne. Naja, es scheint sein eigenes Auto im Taxi los. War ein Unfall gemacht. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Komm, wir machen das so ganz gut. Das ist ein Taxi, oder? So, wir haben alles im Blick. Ungeduldig. Oh. Ja, das war nicht so gut. Ah, that's it. We're spotted. Back off. Nein! Get back off. Ah, nee, wir sind noch dran. Okay, also, das war ein bisschen zu riskant. Etwas vorsichtiger fahren, aber gar nicht so einfach. Wirklich Verdacht geschöpft hat. Zeit für Leute. Meine Güte, wo fährt sie denn jetzt hin? Ah! Ernsthaft? There's the red Ford. That's Delgado right there. Wow. Die machen Straßenrennen. Quick, they're getting away. Phelps, 1247, requesting assistance at First and Santa Fe. Reports of an illegal street. Okay. Aber wie stoppen wir jetzt? Get away. I'm gonna find you. Gonna lose him. Nein, wir verlieren ihn nicht. Alles gut. Kriegen wir hin. So.
Delgado is our boy. Forget the others. Ha! Was? Shit. Nein! Wir haben ihn doch fast. Wo ist er jetzt unterwegs? So, Delgado, mein Freund. Not games, Phelps. Take this guy out. Ja, wo ist Vieh? Oh Gott! Lay into his wheel arches. Come on. Ja, das meine ich die ganze Zeit. So. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you, puto. You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's a man? I should have burned his fucking car. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper. Car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. No. Solide zu Ende gebracht, würde ich sagen. Okay, 16 von 17 Hinweisen, 9 von 11 Fragen richtig, das lief gut. $50 Fahrzeugschaden, keine Verletzung, $20 Sachschaden. Eine Audienz mit Generalkonsul Valdez hätte wahrscheinlich den Dieb und das Motiv enthüllt. Ach, konnten wir auch zum Generalkonsul fahren? Naja, egal. Wir haben ihn trotzdem gefunden. Alles gut. Schön. So, liebe Leute, bevor jetzt der nächste Fall beginnt, machen wir eine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Für diejenigen, die neu dabei sind, es gibt ja 2 Tage Pause, dann geht's weiter. Schaut gerne auch in meinen Programmkalender. Link in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal sehen, wann was kommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Fortgang der Dinge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.